wenn ich den Stream starte, geht es immer gleich mit einer Fehlermeldung los. Das ist super. Aber das ist okay, das gehört dazu. Funktioniert ja trotzdem. Funktioniert trotzdem alles. Irgendwie sitzt meine Hasenmütze heute nicht gut. Meine Hasenmütze braucht einen Namen, finde ich. Mein Ohr ist eingeklemmt. Warum? Wie? Ich könnte sie auch so tragen. Hallo, Kinder! Ich bin Schwupsi, die schwerwiegende Hasenmütze. So schwer wiegt die gar nicht. Schwupsi, du übertreibst mal wieder. So, was wollte ich machen? Ah ja, genau. Test. Soundtest. Warte mal kurz. Muss ich kurz hier. Gut. Wir haben jeden Sound, den wir brauchen. Alles gut. Wunderbar. Wunderschön. Okay, starten wir. Piu, piu, piu. Animal Crossing. Heute wieder ein bisschen für den Anfang. Hallo, Foxy. Meine Insel hat sich seit dem letzten 24-Stunden-Stream ein bisschen weiterentwickelt. Das will ich euch kurz zeigen. Dann kommt die Merlin noch kurz auf meine Insel. Denn die will noch ein bisschen was bei meinen Händlern einkaufen und so. Und ich muss auch kurz auf ihre Insel noch. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Aber jetzt starten wir erstmal ganz gemütlich, ganz chillig. Ich habe Post. Oh. Passend zu meinem Cyberpunk-Outfit von Celia. Das ist ja nett. Da bin ich gespannt. Ups. Das geht ja gut los. Ah, der Cyberhelm, die Virtual Reality Brille. Hallo Metatron und hallo Merlin. Hallöchen. Soll ich gleich den Flughafen aufmachen, Merlin? Bist du schon soweit? Weil sonst hätte ich noch eine kleine Rundreise gemacht. Muss ich mich erstmal umziehen. Tada! Okay. Stylo Milo. Passt schon. Gehen wir los. Gehen wir raus. Hi, Katka. Ein leiser Seppo ist leise. Wirklich bin ich zu leise? Wirklich bin ich leise? Mein Ausschlag ist voll irre. Oder ist das Spiel zu laut? Vielleicht. Eher. Lass dir Zeit. Okay. Hi, Crusader. Hallo. Ich schreibe, wenn ich soweit bin. Okay, cool. Machen wir das. So. Dann zeige ich euch mal kurz ein bisschen die Insel, wie sie aktuell geworden ist. Mein Haus steht immer noch an der gleichen Stelle wie am Anfang, nur alles drumherum hat sich sehr verändert. Sehr viel Blümchen und Kätzchen, wie sich das gehört. Ich habe jetzt meine Insel in mehrere Teile aufgeteilt, im Grunde in mehrere Themengebiete. Hier ist jetzt die Kerninsel. Ich habe jetzt fast alle Häuser hier auf die Kerninsel verpflanzt. Und hier wohnen jetzt einfach alle mit Blümchen und Hecken und Schnappschildkröten. Das sollen noch vier werden, deswegen der Gullideckel. Wenn da vier Schildkröten sitzen und ein Gullideckel, versteht man die Referenz wahrscheinlich. Jetzt aktuell sind es nur zwei, ich habe noch nicht mehr. Aber das wird super. So, hier, der ist frisch hergezogen, der hat noch gar keinen Weg, den muss ich ihm noch geben. Aber gut. Orangensaft mit oder ohne Fruchtfleisch? Ohne, wenn ich es mir aussuchen kann. Celeste ist heute bei Merlin. Ah, das ist ja super. Da schaue ich dann. Da wollt ihr ja sowieso vorbeischauen, aber das trifft sich gut. Hi, The Cludo. Ach so, wartet mal. Genau, ich kann ja, während wir hier rumgehen. Oh, wartet mal. Der Elefant hat einen Floh. Haben Elefanten Flöhe? Man weiß es nicht. Dieser hat einen. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Das ist doch kein Kribbeln wie nach einem schönen harten Training. Das juckt ganz arg, aber warum nur? Warte mal. Das kriegen wir hin. Halt dich still. Und bam.
ein Floh. Was? War da wirklich ein Floh auf mir? Ich hatte so einen Muskelkater, dass ich das Jucken nicht bemerkt hatte. Unglaublich, dass mich das kleine Vieh so überrumpeln konnte. Danke nochmal. Tut. Ich habe so viel Sportfanatik auf meiner Insel. Ich weiß nicht, wie das passieren könnte. Hab ein Rezept für einen goldenen Stab bekommen. Cool. Ich mache den Flughafen mal auf, damit alle zu mir kommen können, die wollen. Ja, stimmt, wir können den Stargaze-Stream machen, indem wir einfach 4 Stunden lang in den Himmel schauen und auf Sternschnuppen warten. Ist ja auch nicht gut. So, Besucherempfang. Mach's gut, Foxy, aber du verpasst alles. Du verpasst den Start heute von Deadly Premonition. Heute geht's nämlich los. Ich will das Spiel nämlich unbedingt durchspielen, bevor der zweite Teil erscheint. Aber erstmal chillen hier. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Ich glaube schon, oder? Ich hoffe schon. Weiß nicht warum, aber Clementinensaft ist ohne Fruchtfleisch und milder als O-Saft. Clementinensaft. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht getrunken. Getrunken. Okay, Insel ist offen. Da willst du auch mitkommentieren bei Deadly Premonition, Merlin. Ach shit, das hätten wir vorher... Also ich meine, du kannst dich hier einfach dazusetzen oder so und wir teilen uns ein Mikrofon. Oder wir müssen einfach eine kurze Unterbrechung machen. Ich könnte das schon... Das könnten wir machen. Dann müsstest du dich halt vielleicht hier reinsetzen. Ins Aufnahmezimmer. Ich weiß nicht, ob das mit deiner Stauballergie so eine gute Idee ist. Aber sonst wäre das cool. So, ich war heute selber noch nicht beim Laden. Ich muss selber mal schauen. Ich habe zwar heute schon gespielt, aber sehr früh morgens. Da... Oh! Yeah! Ein Papa-Bär! Das ist verdammt cool. Ich habe nämlich schon Baby-Bär. Ich brauche noch Papa-Bär und Mama-Bär. Dann kann ich Riesen-Bär craften. Wie viel kostet denn der? Ah, das geht ja. Der ist gar nicht so teuer. Yes! Papa-Bär eingesackt. Cool, cool. Das andere Zeug brauche ich nicht unbedingt. Guck mal, ein Kochbuch und dann eine Waage daneben. Das ist doch nicht schlecht. Gute Kombination. Gehen wir noch Kleider shoppen. Aber ich muss vorher, glaube ich, mein Kostüm ausziehen. Sonst geht das gar nicht. Halt, stopp, da war der Zauberstab. Ah, was haben die denn da im Schaufenster? Ein Baseball-Outfit oder sowas. Okay, warum nicht? Hi Felix, wie geht's? War die Cyberbrille nichts für dich? Doch, ich habe sie eh auf. Aber ich will die nicht zum Rumlaufen anziehen eigentlich. Oh, Totenschädelmaske? Yes, ich werde die in mein Haus stellen und quasi so eine VR-Ecke einrichten, glaube ich eher. Neben meinen Rechner oder Fernseher oder sowas zur Dekoration. Dankeschön, Crusader, für die vielen, vielen Herzen. All die Liebe. Und das Glas tröpfelt über mit Herzen. Nicht ganz über, gerade voll. So, schauen wir mal, was für Kleidung wir haben. Langweilig. Ich finde diesen Galaxie-Parker schon irgendwie auch ziemlich crazy. Ah, Harry Potter Studienanzug, so ein bisschen. Oh mein Gott, was sind denn das für kurze Hosen? Genial. Die kaufe ich. Ich weiß nur nicht welche, die sind beide gut und billig. Ah, ich nehme die da. Ich hätte gern solche Hosen in Wirklichkeit. Nee. Yeah, Totenkopfhut. Das ist doch cool irgendwie. Den kannte ich noch gar nicht. Ich habe, glaube ich, schon ein Skelettkostüm. Jetzt habe ich ein Set. Oh, was haben wir denn hier? Meine Güte. Cyberbrillen. Das ist ja mal cool. Wow. Ich glaube, davon brauche ich mehrere. Die sind natürlich auch nicht schlecht. Okay. Kaufen wir erstmal das da. Nein, ich will es nicht gleich anziehen. Ich will es nur mal kaufen. Verdammt, in welcher Farbe habe ich die Cyberbrille jetzt gekauft?
In Rot, oder? Ich will mindestens noch eine in einer anderen Farbe. Schwarz oder so, vielleicht einfach. Clementinsaft schmeckt im Prinzip wie O-Saft, hat aber scheinbar von Natur aus weniger Fruchtfleisch. Ah ja, ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nichts gegen Fruchtfleisch. Ich bin nur nicht... Oh, das ist Silber, Robocop. Das nehmen wir noch. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann lieber ohne Fruchtfleisch. Vor allem, weil ich mir gerne Schorlen mache. Ich trinke O-Saft selten pur, sind eigentlich immer in so Halbwasser, Halbsaftmischungen. Und da finde ich dann die Fruchtfleischflocken irgendwie eklig, weil da eben, ich weiß nicht warum, im O-Saft finde ich es voll in Ordnung, aber in der Schorle finde ich es irgendwie eklig. Deswegen lieber ohne. Aber ansonsten wäre es mir eigentlich egal. Im puren Saft ist es mir eigentlich egal. Genau, und hier habe ich einen kleinen Park eingerichtet, aber ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht so ganz, wo dieser Park hingehen soll. Ich habe da viel rumexperimentiert, viel dekoriert und auch Dekoration wieder weggenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Park noch hinführen soll. Aber irgendwas wird der Park noch, was Cooles. Die Uhren gehen übrigens richtig in dem Spiel, finde ich cool. Also so ein nettes Detail. Ich meine, wenn man schon ein Spiel macht, das in Echtzeit läuft, warum nicht auch die Uhren anpassen, ist eh klar. So. Das ist die zentrale Insel quasi, so der Kern. Wenn wir jetzt hier nach links gehen, kommen wir in den dunklen, finsteren Wald. Ich will hier noch hinter den Bäumen Stereoanlagen überall verstecken, die irgendeinen guten Soundtrack spielen. Oh, bei mir ist auch die Eule. Merlin, wir können hier Doppel-Eulen absahnen heute. Voll gut. Spielt noch wer Animal Crossing? Sind wir befreundet oder sowas? Der Cludo? Du kannst auch gern vorbeikommen. Sowohl bei mir als auch bei Merlin ist heute... die Eule unterwegs. Schönen guten Abend. Sind die Sterne nicht wieder ein Gedicht? Uhu. Fast vergessen. Ich habe mir die Tage eine Anleitung für ein tolles Astronomie-Programm. Darf ich sie dir vielleicht geben? Womöglich baust du es ja nach. Jawohl, gib her. Deswegen rede ich mit dir, ehrlich gesagt. Tut mir leid, jetzt fühle ich mich schlecht. Das stimmt nicht. Ich rede mit dir, weil du eine total tolle Eule bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß noch diese Nacht. So, wie ich ihn haben werde. Okay, schauen wir mal, was wir bekommen haben. Der Veilchenstab. Lame. Schauen wir trotzdem mal, wie der aussieht. Klingt langweilig. Ja, ist auch ziemlich langweilig, der Veilchenstab. Aber gut. Meinetwegen. Genau, ich werde auf jeden Fall noch Stereoanlagen hinter den Bäumen verstecken, damit auch irgendein creepy Soundtrack hier im Wald läuft. Das finde ich gut. Hier ist noch ein ungeschütteter Kirschbaum und ein Apfelbaum. Crazy. Ich höre ein Geschenk in der Luft. Nein, nicht den Baum schütteln. Schießen. Ah, nein. Das für ein Timing. Das schöne Geschenk. Naja, kann man nichts machen. Besuch geht vor. Die Merlin. Zukünftiger Müll aus Pummelberg. Hab mich um mein Geschenk gebracht. Liegt an der Kohlensäure, glaube ich. Das passt nicht zu Fruchtfleisch. Nee, ich trinke das tatsächlich mit Leitungswasser. Ich mag nämlich auch keine Kohlensäure in meinen Schalen. Ich mag nichts in meinen Schalen. Außer Wasser und Saft. Sonst gar nichts. Ich mag Fruchtfleisch so ungern, dass ich mir die Mühe mache, die ganze Packung zu filtern. Echt? Ja, warum nicht? Und warum kaufst du dann überhaupt Fruchtfleisch, Saft? Weil ich meine... Oder? Okay. Wie eine wunderschöne Blume. Oder eher eine Knospe, aus der dann Future Müll, zukünftiger Müll sprießt. Oder so. Okay, ist das Geschenk noch da? Ist es vielleicht weitergeflogen währenddessen? Oder weiß ich nicht. Ich glaube, es ist weg. Naja, war bestimmt eh nur wieder Eisen oder Lehm oder irgend sowas Lames. Lame.
Na gut. Hallo. Was denn? Ah, jemand kommt zu Besuch. Das ist so blöd geregelt in dem Spiel. Das ist so doof geregelt. Ich weiß nicht, was, warum. Warum ist das eigentlich so? Warum muss eigentlich immer, wenn jemand zu Besuch kommt, vorher gespeichert werden und alles muss pausieren und keiner kann mehr weiterspielen und man muss warten? Wow, oder? Wiedergeborenes Mädchen Silja aus Kokolint. Weil es kaum noch welchen ohne gibt. Ach wirklich? Und wenn der Clementinsaft vergriffen ist, muss halt der... Ja, das stimmt schon. Es gibt Orangennektar. Der hat kein Fruchtfleisch, aber das ist auch nicht verwunderlich, weil der hat auch keinen Fruchtsaftgehalt. Aber so ohne Fruchtfleisch, Orangensaft richtig, ist stimmt. Wahrscheinlich eher schwierig. Na, Chair Squid. Land Squid Chair Rider. Ich hab grad vergiftet gelesen. Wo hast du vergiftet gelesen? Was? Hi Lucario. Okay. Dann geht ihr mal shoppen und mit der Eule reden und nicht meine Blumen zertrampeln. Und währenddessen mache ich meine Rundtour der Insel noch weiter. Gehen wir noch mal den dunklen Wald. So. Hallo. Du siehst eh meinen Stream, oder? Ich muss eh nicht eigentlich tippen, aber trotzdem. Hallo. Ups. Hast du eigentlich heute gar nicht gestreamt, Cludo? Mir ist es vorher aufgefallen. Oh, ich zeige euch noch meinen coolsten Bewohner. Ich meine, Bella ist auch super, der punkige Hund. Aber dann kommt gleich hier mein wunderschöner Blues Brothers Koala. Ist ja nicht total cool? Der ermittelt hier irgendwas auf der Insel. Ich weiß nicht genau, hinter wem oder was der her ist, aber gut. Ja, Sunny, willkommen in meinem Refugium oder meiner Bude, wenn du so willst. Yeah! Der Sunny ist super. Ich will plaudern. Sieh sich das einer an. Sunny und auch noch Seppoloni in demselben Raum. Ich frage mich, wer uns wohl in der geradezu unvermeidlichen Verfilmung spielen wird. Wer würde mich in der Verfilmung spielen? Keine Ahnung. Okay, hier oben, wenn man hier die Treppe hochgeht, kommt man in meinen Asia-Bereich. Der ist aber auch noch sehr viel Work in Progress. Ich will zum Beispiel alle Steine hier noch umdesignen, damit die ein bisschen vermooster und so weiter aussehen. Aber gut. Deine Eule gibt mir kein Rezept. Was? Wirklich? Das ist ja gemein. Vielleicht, weil ich heute bei mir schon eins bekommen habe. Ich komme nachher mal zu dir und dann testen wir das, ob ich auch keins kriege. Kann man vielleicht wirklich pro Tag nur ein Rezept kriegen, egal auf welcher Insel? Möglich. Weiß es nicht. Ich habe hier sogar extra das Haus von Philipp her verpflanzt, weil das so ein bisschen Asia-Look hat, damit es hier schön in die Asia-Ecke passt. Aber wie gesagt, das ist auch noch nicht ausgereift. Da fehlt mir auch noch ganz viel Dekorationszeug, das ich gern hätte. Guckt euch mal das da an. Guckt euch mal das da an. Das hat mich sehr verwirrt, als ich das zum ersten Mal gemacht habe. Okay. Ist wohl so ein Japan-Ding. Das versteht man hier vielleicht nicht. Was war das gerade? Ach so. So, hier oben, da habe ich ja schon im 24-Stunden-Stream angefangen. Hallo, Olli, Shushi, wie geht's? Merlin hat doch ein Rezept bekommen. Nee, was? Hä? Wenn man hier nach oben geht,
kommt man zum Museumsbereich. Da habe ich ja schon beim 24-Stunden-Stream, glaube ich, oder? Ne, es war ein anderer Stream, oder? Auf jeden Fall habe ich dann noch angefangen zu planen, aber habe seitdem nicht mehr so viel gemacht, weil ich auch auf die Treppen warten musste und so. Das hat alles ein bisschen gedauert, aber hier entsteht bald ein Museumsteil, der schön aussieht. Ach, zu Free Stuff hast du ein Rezept gelegt. Okay, danke Merlin. Das hat jetzt alles ein bisschen gedauert und auch hier ist noch ganz viel Work in Progress und so. Hier auf der Seite kann man schon erahnen, wie das wird, wenn es fertig ist. Hier kommt noch ein Fossil rein, ein kleines. Da kommt, glaube ich, noch... Das wird noch alles noch ein bisschen geändert, aber naja, das wird schon. Und in dem Bereich hier bin ich gerade dabei, möglichst alles freizuschaffen. Ich habe hier gerade alle Häuser verpflanzt, die hier vorher waren. Habe ganz viele Bäume schon versetzt und sowas in der Art. Und werde das nach und nach quasi komplett leeren, weil hier entsteht im Grunde ein Vergnügungspark. Einfach. Ach, guck mal, das Kamel ist auch bei mir. Das habe ich ganz vergessen. Das Teppichkamel ist ganz rechts am Rand, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch hinschauen. Ja, mir geht's auch gut. Dankeschön. Das Teppichkamel ist ganz am rechten Rand auf der Insel. Rechts unten, wenn ihr da auch noch vorbeischauen wollt. Ja, genau. Und hier hinten ist meine kleine Müllhalde. Irgendwo muss ja der ganze Schrott hin, den ich so krieg. Witzigerweise sind die Müllsäcke gar nicht so leicht zu craften. Braucht man sehr viele Müllgegenstände, die man gar nicht so leicht kriegt. Muss man viel angeln. Ja, genau. So viel dazu. Das ist mein Reich bis jetzt. Ach so, ich habe es noch gar nicht erklärt. Wenn die Fläche leer ist, will ich hier nämlich einen Theme Park machen. Einen Vergnügungspark. Mit Gefährten, mit themenbasierten Abschnitten. Einen Osterabschnitt könnte ich jetzt schon machen und werde ich auch machen, aber habe ich noch nicht gemacht. Ist alles viel Arbeit und ich habe im Grunde nur die Wochenenden Zeit, da was zu machen. Letztes Wochenende ist fast allein für XCOM draufgegangen, für Chimera Squad. Deswegen habe ich nur jeden Tag immer ein bisschen. Das dauert alles ein bisschen. Okay, was haben wir denn für hier Rezepte? Muschelwandschirm. Oh, mein Inventar ist voll. Hallo Kutschikoppi, wie geht's? Hab mir auch Animal Crossing geholt, macht echt Spaß. Animal Crossing ist so erfolgreich. Es ist, glaube ich, echt irre. Ach Mist, jetzt kann ich nichts platzieren, ne? Ich glaube, jeder hat Animal Crossing. Es ist echt witzig, wenn ich immer so in meine Freundesliste gucke, spielt eigentlich immer fast jeder Animal Crossing ununterbrochen. Der eine Switch besitzt. Bambusstab. Das Spiel ist aber auch genau zur richtigen Zeit erschienen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es überhaupt wirklich stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass die Corona-Zeit wirklich echt einen sehr positiven Einfluss auf die Verkaufszahlen von Animal Crossing hatte. Genau das Spiel, das viele jetzt brauchen, kann ich mir vorstellen. Und viele haben auch die Zeit, das zu spielen. Okay. Cool. Ich habe sogar wirklich ein neues Rezept bekommen. Dankeschön fürs hier Parken. Was war's denn? Was ist es denn? Ah ja. Überraschungspfirsich. Okay. Was? Aber gut. Wir können einen Fruchtbereich. Das ist auch eine gute Idee für den Themenpark auf der rechten Seite der Insel. Ein Drachenfeuerfisch oder so ähnlich. Ich habe leider keinen so tollen Fisch. Ich habe einen Floh. Nicht ganz so eindrucksvoll, aber auch nicht schlecht. Ach ja. So, na gut. Oh, ich könnte mal noch kurz, während Merlin noch irgendwas macht, zu meinen Bewohnern schauen. Vielleicht ist gerade irgendwer am Basteln. Dann kann man nämlich Rezepte absahnen. Ist immer gut, reinzuschauen, wenn die zu Hause sind und zu gucken. Da bastelt niemand. Hey, ist die Küche neu? Die ist mir noch nie aufgefallen. Die hätte ich auch gerne. Meine Küche ist furchtbar hässlich. Ich zeige euch noch mein Haus. Da habe ich aber noch fast gar nichts gemacht. Da habe ich nur ein paar Möbel, die thematisch zu den Räumen passen, reingestopft. Aber das sieht momentan noch furchtbar aus.
Hey, hallo? Was ist denn hier los? Das habe ich noch nie gesehen. Voll die Bibliothek hat der. Das sieht ja richtig cool aus. Verrückt. Ich weiß nicht, ob ich den jemals besucht habe. Hä? Was ist jetzt? Bitte Gespräch bzw. Menüfenster schließen. Ich mach gar nichts. Celia geht nach Hause. Okay. Ihr Haus sieht bei mir genauso aus. Ah ja. Ich dachte, die Küche habe ich noch nicht... Aber vielleicht hat sie die schon immer gehabt und mir ist sie nicht aufgefallen. Aber verdammt, das gefällt mir. Ich meine, dass da hinten ein Radio auf einem Pappkarton steht, ist irgendwie komisch. Aber ansonsten ist das eine coole Bibliothek hier. Eine gute Idee für ein Zimmer, das man sich einrichten kann. Ich muss zugeben, dass ich Animal Crossing nicht kenne. Kann mir jemand umreißen, um was es geht? Also im Endeffekt geht es darum, in diesem Animal Crossing vor allem... dass man auf eine einsame Insel kommt mit dem Tom Nook Getaway Pack. Und dann hat man sein Zelt und lebt in der Wildnis und hat zwei andere tierische Mitbewohner, mit denen man so ein bisschen interagieren kann. Bella war eine meiner ersten Mitbewohnerinnen und fängt dann an... Mein Gott, was macht man? Man besucht andere kleine Inseln auf der Suche nach exotischen Früchten und Items. Man schaut jeden Tag in die Shops, ob es was Neues, Interessantes zu kaufen gibt. Man sammelt Gegenstände, um zu craften. Man stellt ganz viel Möbel und Kleidungsstücke her oder kauft Kleidungsstücke vor allem auch. Es kommen immer wieder reisende Händler in die Stadt und wenn die oft genug da waren und genug Geld verdient haben, eröffnen die auch ihre Shops auf der Insel. Man kann seine Zelte upgraden zu Häusern und die immer weiter ausbauen und schön langsam, über viele, viele Tage, Wochen und Monate hinweg, das Spiel läuft komplett in Echtzeit, wird aus dieser kleinen Wildnis, in der man sein Zelt hatte, eine Stadt voller Leben und Knickknack und Schmuck und so. Ja, genau. Mein Hauptzimmer hat nicht viel zu bieten momentan, außer einen echt coolen Soundtrack. Ich habe schon relativ viel Musik. Ich sammle gerne diese KK-Musik. Ich finde die alle cool. Da war ich eigentlich jeden Tag immer fleißig am Musik kaufen. Na gut. Hier geht's in mein Badezimmer. Aber da habe ich wirklich nur... Ich habe bis jetzt so ziemlich nur die hässlichsten Möbel, die man so kriegen kann, gefunden fürs Badezimmer. Die Badewanne. Naja, geht schon, oder? Einigermaßen. Ramsi, dankeschön fürs Abonnieren und Hallöchen. Willkommen. Naja, es ist zumindest ein entspanntes Badezimmer. Oh, und soll ich euch was Witziges zeigen? Wenn ich jetzt... Also, wenn ich eine Kirsche esse, muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Denn wenn man Früchte isst in dem Spiel, kriegt man Superkräfte und kann dann quasi Steine zerstören oder Bäume verpflanzen. Also Bäume komplett ausreißen. Wenn ich jetzt Früchte gegessen habe und mich aufs Klo setze... Dann sinkt dieser, ich habe Früchte gegessen Counter und dann steht da, ich fühle mich wie neu geboren. Und dann die Klospülung. Tja, warum nicht? Ist halt eine Lebenssimulation, wird zumindest immer genannt. Abonnieren Sie jetzt, dann sehen Sie Seppos Sammlung an hässlichen Badezimmermöbeln, ganz genau. Nee, ein Survival-Game ist es nicht. Es wird immer als Lebenssimulator bezeichnet. Und obwohl es relativ einzigartig ist, finde ich, in seinem Gameplay, ist das schon irgendwie die beste Beschreibung dafür. Es ist wirklich eher so ein gemütliches, ohne Stress Aufbau- und Weiterentwicklungsspiel. So Progression über Tage hinweg. Es gibt dann auch das Museum und dann kann man ganz viele Insekten fallen und... Fische sammeln und Kunstwerke jetzt auch kaufen und die ins Museum stiften, damit sich das ausbaut. Es entwickelt sich einfach alles schön langsam weiter. Es gibt eigentlich nicht wirklich Gefahren in dem Spiel. Es gibt auch nicht wirklich Aufgaben. Du kannst im Grunde machen, was du willst. Also es geht schon auch immer darum, Geld zu verdienen, damit du dir erstens den ganzen fancy Shit kaufen kannst und damit du deine Schulden bei Tom Nook abzahlen kannst, der natürlich das alles organisiert hat und sowas.
Genau, man kann nicht sterben. Naja, theoretisch kann man zweimal von Bienen gestochen werden. Dann wacht man vor seinem Haus wieder auf und hat ein geschwollenes Auge. Das ist aber schon das Höchste der negativen Gefühle quasi. Da du ja sehr auf Spiele stehst, die einen gewissen Charme versprühen, kann ich dir World of Final Fantasy empfehlen. Das habe ich sogar. Das habe ich sogar für die Switch. Ich habe das auch eine Zeit lang gespielt, aber habe dann irgendwann mal aufgehört zwischendrin. Naja, meine Küche ist wahrscheinlich noch hässlicher als mein Bad. Das sind so die Küchenmöbel, die ich bis jetzt zusammengekriegt habe. Ein kleiner Mini-Kühlschrank und ein Toaster. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Studenten-WG-Küche, wo jeder so ein bisschen das Zeug, das er von zu Hause mitgenommen hat, reingestellt hat. Und alles steht einfach kreuz und quer. Werden das Wasser laufen lassen. Werd wohl ich gewesen sein. Ja, genau. Aber wenigstens habe ich animierte Wolken und Wasser an der Wand. Das ist doch die Hauptsache. Ein Spiel zum Fun haben und entspannen. Ja, genau. Es ist auch wirklich komplett konfliktlos im Grunde. Dass manchmal Bewohner vielleicht beleidigt sind, weil du irgendwas gemacht hast, was ihnen nicht passt, ist schon das Schlimmste. Mein Schlafzimmer. Mit meinem Mega Man-Bett. Ich hätte in Wirklichkeit gerne Mega Man-Bettdecke. Das wäre so cool. Naja. Mehr habe ich momentan noch nicht. Keller und Dachboden kommen erst noch. Oh nein! Na gut, mach's gut. Shushi, bis bald. Was Wege verlegen musst du in Animal Crossing? Ja, da war ich auch lange beschäftigt, schon allein mit dem Wege verlegen. Mach's gut. Ciao. So. Eine Sache wollte ich noch machen. Ins Museum wollte ich kurz gehen. Das ist ganz cool mit den Kunstwerken. Das war ein Feature, das kannte man schon aus älteren Animal Crossing Spielen. Das hat jetzt durch ein Update auch endlich wieder in das Spiel gefunden. Alle paar Tage, einmal in der Woche maximal anscheinend, kommt Rainer, der Kunsthändler, und verkauft seine Kunstwerke. Man kann aber immer nur eins von vier möglichen kaufen und es gibt Fälschungen. Und man muss dann teilweise schon ganz genau schauen, um die Fälschungen von den Originalen zu unterscheiden. Zum Glück kann man da online einfach gucken, aber teilweise sind die Unterschiede wirklich sehr, sehr wenige. Hallo, Cheesecake Tree. Oh, ein Cheesecake Tree, das wäre ja super. Es gibt ja in Animal Crossing schon Geldbäume und Orangenbäume, aber ein Käsekuchenbaum wäre schon das Beste. Also auch in Wirklichkeit natürlich. Und hallo, Crime Steve. Ich liebe deine Resident Evil-Teile. Das freut mich. Dankeschön, das ist nett. Das ist ganz cool mit den Kunstwerken, wenn man sogar noch ein bisschen Hintergrund Wissen zu den einzelnen echten, also das sind alles Echtweltkunstwerke, erfährt. Venus von Milo, unbekannt. Von 130 vor Christus. Holy shit, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass die schon so alt ist. 130 vor Christus aus Marmor. Diese Statue der römischen Liebes- und Schönheitsgottin Venus wurde auf der Insel Milo gefunden. Man fragt sich, was wohl einst ihre Originalpose war. Ja, genau. Zu jedem Kunstwerk, und ihr seht schon, ich habe noch nicht viele, gibt so kleine Texte. Das finde ich echt ganz cool. Ist ein schönes Museum. Aber noch sehr leer, weil, wie gesagt, der kommt höchstens einmal in der Woche. Dann kann man immer nur ein Kunstwerk kaufen. Also, naja. So ist das eben. Ramsi, vielen Dank. Das ist ja super nett von dir. Mit Dings für Dings im Juni dabei. Was? Aber danke. Oh, das heißt, wir sind jetzt schon kurz vorm zweiten Stream, vor dem zweiten Special Stream in diesem Monat. Coolio, der nächste ist ja quasi schon gesichert. Am Donnerstag gibt es den nächsten ersten Special Stream. Oh, jetzt muss ich euch ein Detail zeigen, das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Die Fossilien sind nämlich... Das Fossilienmuseum ist super cool gemacht. Das hat nämlich ein super cooles Feature, das mir gar nicht aufgefallen ist. Das ist schon relativ voll bei mir, ein paar Sachen fehlen mir noch.
Aber guck mal, das ist nämlich so schön. Ich wünschte, echte naturwissenschaftliche Museen wären öfter so aufgebaut. Hier am Eingang sehen wir quasi den Ursprung des Lebens und wie sich das dann in verschiedene Arten aufteilt. Und ziemlich am Anfang, in den ersten paar Millionen Jahren oder vielleicht auch länger, gab es ja quasi eine totale Artenexplosion. Es gab unglaublich viele verschiedene Variationen von Lebensarten oder Lebenskonzepten. Heute kennen wir ja quasi nur noch im Grunde Tiere, Pflanzen, Pilze. Aber ursprünglich gab es da wirklich eine unglaubliche Vielzahl von komplett unterschiedlichen, total variationsreiche Lebensformen quasi. Roman, vielen Dank. Super cool, super nett von dir. Somit haben wir jetzt schon beim ersten Stream in diesem Monat den zweiten Special Stream erreicht. Das ist super cool von euch. Dankeschön. Ihr seid die allerbesten. Also auf jeden Fall sieht man hier eben diese Aufspaltung in sehr viele verschiedene Bereiche des Lebens. Während allerdings nur ein einziger von diesen ganzen Strängen weiterführt in den nächsten Raum. Alle anderen sind im Grunde ausgestorben oder wie der Hai, den wir da rechts noch gesehen haben, evolutionäre Sackgassen, wo es einfach nicht mehr weiterging. Chris Game, danke fürs Followen. Hi, schön, dass du mit dabei bist. Ich schaue gleich wieder in den Chat und lese nach, was ich verpasst habe. So, dieser Strang hier hat sich dann quasi weiterentwickelt und hier sehen wir die ganzen vielen verschiedenen, vor allem Dinosaurier- und Reptilienarten, die sich hier entwickelt haben, in Fossilienform. Und das ist wirklich so schön gemacht, finde ich. Dieser Lebensstammbaum, der sich durchs ganze Museum zieht, das finde ich total super. Das finde ich wirklich schön. Und dann gehen zwei dieser Stränge weiter in den nächsten Raum. Hier ist noch der Einschlag des Asteroiden, der höchstwahrscheinlich für Massenaussterben, eins der vielen Massenaussterben in der Weltgeschichte verantwortlich war. Und dann geht es nämlich weiter zu den modernen Vögeln und Säugetiere im Grunde. Ein Strang geht gleich da hoch. Da schauen wir nachher noch. Und der zweite Strang teilt sich hier nochmal eben Mammut, Säbelzahn, Tiger, Nashorn. Da fehlt mir noch der Kopf, Hirsch. Und der Homo Sapien letztendlich. Beziehungsweise ist das der Australopithecus. Und in der oberen Reihe stehen jetzt quasi alle Tierarten, die es in Animal Crossing als Bewohner gibt. Die humanoiden Vögel quasi, die hier als eigener Strang, die sich direkt von den Dinosauriern quasi weiterentwickelt haben, abspalten. Und die ganzen Säugetiere von Koala, Känguru, Elefant und so weiter, Bär, Pferd und alle möglichen. Und am Schluss, neben dem Affen, ist noch ein Platz für mich. Und das ist wirklich so schön gemacht. Ich liebe dieses Animal Crossing Museum. Ich finde das so genial. Das mag ich wirklich gerne. Das ist so eine schöne Idee. Und so liebevoll designt. Finde ich echt super. Ja, genau, das habe ich mir gedacht, Metatron, bei dem Final Fantasy Spiel. Ich habe zwar immer wieder mal gerne Final Fantasy Teile gespielt, bin aber da nicht so drin. Ich konnte mit den meisten Figuren gar nicht viel anfangen. Aber ich habe mir schon gedacht, als Final Fantasy Fan ist das bestimmt super geil, dass man da quasi die ganzen Helden wie Pokémon im Grunde sammelt. Oder beziehungsweise als so Sidekicks dabei hat. Ist schon super. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ach, schauen wir noch schnell ins Fisch- und ins Insektenmuseum. Ich war da selber auch schon lange nicht mehr. Hi Chris Game, hab deine Anfrage endlich angenommen. Ah, bei Nintendo Friendship Dingens, genau. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, wie in diesem Spiel die Tiere kategorisiert sind, weil hier zum Beispiel Frösche und Schildkröten und auch der Flusskrebs zu Fische zählen. Das ist wirklich ein bisschen seltsam. Auch wenn man hier auf die Fauna Pedie geht, dann zum Beispiel als quasi absolute Absurdität. Ah ja, genau, hier. Der Einsiedlerkrebs ist nämlich unter den Insekten gelistet, während der Flusskrebs unter den Fischen gelistet ist. Ja, okay. Meinetwegen. Das ist ein bisschen weird.
Ja, genau, aber auch das Museum ist echt schön gemacht und es ist echt schön zu sehen, wie sich das Ganze füllt und entwickelt. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass so manches Becken für so manchen Fisch viel zu klein ist. Also das ist schon Tierquälerei hier. Da muss ich mal mit Eugen reden, der Museumseule. Aber grundsätzlich ist das trotzdem schön gemacht. Bin so süchtig geworden, hab alle in 2 Tagen geschaut. Die Resident Evil Videos, die Lore Videos oder auch die Let's Plays dazu. Warte mal. Frisst der Schwertfisch nicht die ganzen Sardinen da drin? Na gut, der wird das schon wissen, wie der die Fische anordnet. Hier haben wir Tiefseefische, richtig tiefe Tiefseefische. Guckt euch das an, der Anglerfisch und der Riemenfisch. Ich glaube, die bräuchten es eigentlich dunkler. Also, man muss schon über die Tierhaltung noch ein bisschen, da muss man ein bisschen feintunen, finde ich. Aber gut, ansonsten, Fallen Crusader, vielen Dank. Super großzügig von euch. Meine Güte, ihr seid ja crazy. Dankeschön, alle miteinander. Mir fehlt auch ein Fossil, aber ich habe gestern gezählt, mir fehlen glaube ich noch 6 oder so. Noch 6 Fossilien. Hier, die Dinger kannte ich noch gar nicht. Seeengel oder wie die heißen? Guckt euch die an. Weirde kleine Kreaturen, oder? Cool, cool irgendwie. Sowas ist auch cool, oder? Dass man mit so einem Tunnel quasi durch das Wasserbecken der Fische durchgehen kann. In so einem, da gibt es bestimmt auch in Wirklichkeit, habe ich aber leider noch nie gesehen. Ist bestimmt total crazy. Steht das Ingame mit dem Ursprung? Ich habe das tatsächlich noch nie bemerkt, dabei bin ich so gern dort. Nee, Ingame erfährt man das überhaupt nicht. Also das Spiel redet nie über die... Also meinst du jetzt den Stammbaum im Museum oder den Lebensstammbaum? Das Spiel erklärt das nicht. Das erkennt man nur, wenn man es erkennt. Im Grunde. Und los geht nix Urlaub, Herr Birdrider. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Vielleicht muss ich dann nächste Urlaubswoche wenigstens streamen. Weil ich meine, die Videos... habe ich zum Teil schon vorproduziert und bin gerade am Vorproduzieren. Ich habe da die letzten 2 Wochen ein paar Überstunden eingelegt, damit ich dann eben die 2 Wochen frei habe. Aber vielleicht machen wir zumindest die Streams, damit ich da nicht so im Verzug komme. Wenn jetzt schon so viel Spenden eintreffen und die Stream-Bonusleiste so erhöht wird, dann muss man da vielleicht Dienstag und Donnerstag wenigstens streamen. Die anderen Tage habe ich ja dann trotzdem frei, das ist ja in Ordnung. Das ist der Ekelbaum mit Wespen und Spinnen und irgendeinem schönen Schmetterling. Aber sonst... Hier, der Atlasfalter ist auch crazy groß, oder? Riesige Schmetterlinge gibt's hier. Warum sitzt eigentlich die Wespe an dem Ekelbaum und hier ist das Wespennest in dem Baum? Seltsam, oder? Guck mal, die Bäume hier gibt's im Spiel überhaupt nicht. So dunkle Rindenbäume, die wachsen auch noch höher als die anderen Bäume. Crazy. Warum? Ich will auch Bäume auf meiner Insel haben. Die wären super für meinen Wald. Ah, hier hinten. Guck mal da. Wartet mal. Ich zoome mal ran. Die Riesenwanze. Bäh. Ich finde die so widerlich. Im Wasser schwimmende riesige Käfer. Wenn unser Charakter die in der Hand hält, sind die so groß wie sein Kopf. Ich hasse Riesenwanzen. Ich weiß nicht, wie groß die in Wirklichkeit sind, aber in dem Spiel werden die verdammt eklig dargestellt und verdammt riesig. Der Schmetterlingsgarten. Und eine Schnecke ist auch hier, weil warum nicht? Hi, Lisa Barrow, wie geht's?